Und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 18 des Planer Adventskalenders für 2020. Ja, ich habe mir für dieses Video eine, ja, irgendwie dummerweise nicht so richtig Gedanken gemacht, als ich es ausgewählt habe. Und zwar wollte ich euch ein Flip-Through abdrehen, habe dabei aber nicht darüber nachgedacht, dass das ja am sinnvollsten ist, wenn man das am Ende des Jahres macht. Also so wirklich, wirklich am Ende des Jahres. So, heute ist der 17. Dezember. Und ich habe das Video extra so lange wie möglich rausgezögert, um dafür zu sorgen, dass ihr so viel wie möglich aus dem Hobonichi zu sehen kriegt. Und ja. Das heißt, ihr seht jetzt also nicht bis zum 31., sondern nur bis zum 17. Ich blättere dafür ein bisschen durch das ganze Jahr und versuche auch ein bisschen was zu sagen. Ich habe mir ausnahmsweise mal meine Fingernägel lackiert und habe auch direkt Datschen drauf, obwohl ich jetzt schon bestimmt 10 Minuten gewartet habe, aber so ist es jetzt. Und dass ich meine Fingernägel überhaupt lackieren kann, liegt daran, dass ich in Quarantäne sitze. Ja, meine Schwester und auch die Partnerin meines Vaters sind tatsächlich an Corona erkrankt und auch ich bin ein bisschen krank und sitze jetzt als erste Kontaktperson halt in Quarantäne mit den Kindern und dem Mann. Ja, und weil ich halt, wie gesagt, also normalerweise kann ich meine Nägel nicht lackieren wegen der Hygienevorschriften auf der Arbeit und ich dachte, jo, jetzt für Weihnachten mache ich es hier nochmal ein bisschen schön, so mit Kerzchen und Tee und lackierten Fingernägeln. Ja, aber es ist also, ich weiß nicht, ob euch das jetzt komisch vorkommt, aber normalerweise bin ich nicht so der Typ, ja, wie soll man das sagen? Aber irgendwie habe ich dieses Jahr ganz, ganz doll Lust auf Weihnachten, auch wenn es vielen anderen geht, auch wenn es vielen von euch möglicherweise anders geht. Ich bin dieses Jahr total mit Kerzen und Tee und Weihnachtsbaum und tralala. Das volle Programm irgendwie bei mir ganz hoch im Kurs. Also ich freue mich schon auf Weihnachten. Und ja, wie gesagt, ich blättere durch meinen Hobonichi und wann immer es was zu sagen gibt, sage ich auch was dazu. Also, fangen wir einfach vorne an. Ganz vorne am besten. Das hier war die Deko. Ich glaube, die hatte ich auch irgendwie mal gezeigt oder gefilmt, weiß nicht mehr. Irgendein random Foto von den Kids, was nicht mehr Platz auf dem entsprechenden Tag gepasst hat. Das hier hatte ich im letzten Adventskalender für euch gedreht. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und ja, dann geht es los mit dem 1. Januar. Ja. Also ich hatte ganz besonders viel Spaß am Anfang des Jahres mit viel, viel Kleben und auch viel, viel Tee. Ich wollte irgendwie ganz viel Tee trinken und habe entsprechend die ersten paar Tage oder ja, Wochen sogar ganz viel geklebt mit Stickern und auch ab und zu mal meine... ja, die Teebeutelchen, die halt eben über waren, mit eingearbeitet. Ja, hier an dem Tag habe ich das erste Mal so eine Fotokamera gehabt. Also das ist die hier. Ich bin damit auch sehr zufrieden. Also falls ihr eine Empfehlung wollt, die hier finde ich ganz cool. Canon, ich habe vergessen, wie sie heißt. Zoe Mini S, haha, da steht's. Ja, also mit der kann man direkt Fotos machen oder halt eben einfach nur übertragen und dann ausdrucken und die Bildqualität gefällt mir sehr gut. Gibt dann noch ein paar Effekte in der App und so. Also mag ich ganz gerne. Ja, also wie man sieht, es ist relativ unspektakulär, aber ich hatte irgendwie Spaß daran, das so zu gestalten. Und es hat wenig Aufwand erfordert. Weil ich, also dieses Jahr war erstmal Stress. Also die ganze Schule und so, es ist schon sehr, sehr hart irgendwie. Und ja,
Trotzdem war ich hier ganz froh. Also ich habe, wie ihr seht, viel geschrieben. Es wird auch Tage in diesem Jahr geben, in denen ich nicht so viel geschrieben habe. Hier war unsere Weihnachtsfeier. Ja, hier ist mal wieder ein Tee. Habe ich Teebeutel gesagt? Ich hoffe nicht. Ja, also die Verpackung eines Tees jedenfalls. Ja. Hier ist noch einer. Das sind von IKEA, die Tees. Die schmecken ganz gut. Die habe ich auf der Arbeit getrunken. Ja. Hier habe ich was bei Frau Bieber bestellt. Ach ja, diese Sticker, die ich seitdem leider nicht ein einziges Mal mehr verwendet habe, weil ich einfach zum Journal, also zu diesem Abseits von diesem Daily Journal halt gar nicht komme. Also ich wollte letztes Mal einen wieder benutzen, wo es das erste Mal geschneit hat, aber irgendwie passt es in den Hobonichi nicht so gut rein. Zumindest bei mir, weil ich den halt nicht so vintage anhauche, sondern ja eher verspielt. Ja, hier hat meine Tochter ihren ersten Zahn verloren. Das war echt cool. Ja, sie ist da gerade erst 5 geworden und hat schon ihren ersten Zahn verloren. Also ich glaube, bei mir hat das wirklich viel, viel länger gedauert. Ja, offensichtlich gab es hier Zeugnisse. Hier haben wir unseren neuen Wagen abgeholt. Wieder mal eine Teeverpackung. Das ist von dem Tee, den ich gerade hier neben mir stehen habe. Den mag ich sehr gerne. Ja, und da sind wir auch schon im Februar. Also ihr seht, es hat sich eigentlich nicht so viel verändert zu dem, also was ich sonst mache, wobei ich halt im letzten Jahr, also 2019, ganz viel gezeichnet hatte und irgendwie auch versucht habe, jeden Tag zu zeichnen, aber für dieses Jahr habe ich mir das nicht vorgenommen. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Ja, die Kinder sind geparkt auf der Couch. Wir hatten eigentlich die Regel eingeführt, dass es nur Fernsehen gibt, wenn es dunkel wird, aber ich kann halt nicht mehr das Video drehen, wenn es dunkel wird. Und es war halt auch nicht geplant, dass wir jetzt in Quarantäne sitzen und das Video muss noch gedreht werden. Ja, also wie gesagt, im letzten Jahr viel gezeichnet und in diesem Jahr viel geklebt. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Hobonichi dieses Jahr. Und ich mag dieses bunte und kitschige und Erinnerungen sammeln, indem man Sachen einklebt, die man halt ja übers Jahr so gemacht hat. Und ob das jetzt der Teebeutel oder also die Teeverpackung ist oder sonst irgendwas. Das hier waren Sticker, die hat Pen and Alex uns zur Verfügung gestellt. Kostenlos waren die, glaube ich. Sehr schön. Ja, und hier kommen wir zu dem einzigen richtigen Urlaub, den wir dieses Jahr machen konnten, aufgrund der besonderen Umstände dieses Jahres. Und ja, es war ein sehr schöner Urlaub. Es war auch nur kurz. Wir waren, ich glaube, 4 oder 5 Tage in der Türkei. Aber ja, wie gesagt, trotzdem sehr, sehr schön. Und dann habe ich halt auch, wie gesagt, hier von jedem Tag ein Foto eingeklebt, nur ein bisschen geschrieben, weil ich halt die Zeit, ich wollte mich nicht abends noch hinsetzen. Ja. Und ansonsten, wie ihr seht, wieder viel geklebt. Da hat meine Schwester sich die Hand gebrochen. Jetzt sind wir schon im März. Da hat unsere Nachbarin geheiratet. Ja, und jetzt müsste relativ bald da, glaube ich, genau. Also, ich habe nicht wirklich in diesem Jahr viel zu den ganzen Virus-Sachen eingetragen. Ich glaube, die Krankheitsnamen soll man bei YouTube nicht sagen oder darf man nicht sagen. Ich weiß es nicht so richtig. Jedenfalls habe ich es teilweise festgehalten, aber ich habe nicht irgendwie explizit aufgeführt, die und die Regel gibt es jetzt oder sowas. Ja, wir haben uns natürlich in dieser ersten Zeit dann also wir haben sehr darauf geachtet, wirklich das Haus so wenig wie möglich zu verlassen und man konnte ja auch nirgendwo hin. Ist ja tatsächlich so gewesen, aber ich habe mit den Kindern dann nachmittags immer sehr, sehr lange Spaziergänge gemacht und ganz viel
Mit dem Hund waren wir draußen und im Wald und am Bach und also die Kinder hatten eine sehr, sehr schöne Zeit und ich auch und ich konnte richtig runterfahren, was ich also die restlichen 2 Jahre, in denen ich jetzt arbeiten war und ja, die Schule nebenbei. Also es ist halt diese Kombi, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich von 4 Stunden Arbeiten täglich überfordert wäre, aber es ist einfach diese Kombi mit der Schule und gar keine Zeit mehr für sich selbst und für die Kinder zu haben. Das ist halt so, ja, das war sehr, sehr schlauchend und das hat mir sehr gut getan, dieser Lockdown. Erstmal ein bisschen runterkommen und mein Körper konnte sich erholen. Also mir ist dann erst aufgefallen, wie schlecht es mir eigentlich geht und ich bin eigentlich froh um dieses Jahr. Also so schlimm das für manche auch ist oder für viele, die mit Depressionen etc. zu kämpfen haben, ich weiß, dass das für viele schlimm ist, aber für mich war dieses Jahr ja in den meisten Teilen positiv. Ja, dann habe ich viel Zeit mit Animal Crossing verbracht, muss ich zugeben. Ja, und jetzt kommen halt auch Tage, an denen ich dann mit den Kindern halt einfach draußen war und es ist halt viel dasselbe passiert, ne? Wir waren spazieren jeden Tag, selbe Strecke, lange draußen, wir haben gemalt, wir haben gebastelt. Und ja, das war für die Kinder und für mich sehr, sehr schön. Ja, hier von IKEA gab es dann für uns Mitarbeiter 3 Gutscheine jeweils zu verteilen an Menschen, denen wir halt zeigen wollten, dass ihre Arbeit sehr viel wert ist. Und ja, dann gab es auch immer wieder Post vom Kindergarten. Ich glaube, die Kinder hatten hier zu Ostern ja, Ostertüten bekommen, worüber sie sich sehr gefreut hatten. Ja, und es ist halt tatsächlich nicht sehr, sehr viel passiert. Mein Mann und ich, wir haben Lost geguckt in diesem Jahr. Also die ganze Serie. Und waren auch sehr begeistert davon. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wer das noch nicht gesehen hat. Gönnt euch. Ja. Genau. Und dann hat mein Mann sich einen Nebenjob gesucht, weil sich bei ihm abzeichnete, dass auch er von Kurzarbeit betroffen sein würde und das auch bis heute ist. Und ja, er hat dann angefangen bei Amazon als Flex-Fahrer zu arbeiten. Ja, was dann natürlich in diesem Jahr eine gute Zusatzeinnahme ist. Und im nächsten Jahr muss man dann mal schauen. Oh, da ist eine Seite gerissen. Wie unschön. Ja, wie das dann mit der Rückzahlung aussieht. Ja. Ja, wie ihr seht, es ist nicht immer so viel Aufregendes passiert. Ja, hier habe ich dann nach der einen, also nachdem der Lockdown begonnen hat, einen Anruf bekommen, dass ich wieder arbeiten gehen sollte. Ja, genau. Wann habe ich denn wieder angefangen zu arbeiten? Ich glaube, ich hatte direkt hier wieder angefangen. Ja, also hier am 6. Mai bin ich dann wieder das erste Mal arbeiten gegangen. Also ich war fast 2 Monate im Lockdown. IKEA hatte kurzzeitig Kurzarbeit angemeldet und konnte das aber dann ganz schnell wieder ja, zurückziehen quasi, dadurch, dass es möglich war, alle Arbeitnehmer irgendwie in andere Stationen zu verteilen. Und dann öffnete ja auch relativ bald das Haus, die Häuser wieder. Die Restaurants blieben ja zu. Und ja, ich konnte so an viele Stellen im Haus reinschnuppern, also verschiedenste Sachen wie Click und Collect und Logistik und Kasse und
bin auch jetzt immer wieder an der Kasse, dadurch, dass die Restaurants ja wieder geschlossen sind. Jetzt sind ja natürlich auch die Häuser wieder geschlossen. Ich bin jetzt erstmal bis, also die ganze nächste Woche werde ich nicht arbeiten, weil ich den Rest der Woche frei habe und dann Anfang der Woche zu Hause sitze wegen des, wegen der Quarantäne. Und danach werde ich auch wieder irgendwelche neuen Aufgaben zugeteilt bekommen, worüber ich mich eigentlich sehr freue, denn ich bin so ein Typ für, ja, immer mal wieder was Neues machen. Und ja, hier hatte ich mal ausprobiert, das so aufzuteilen, was mir auch mega gut gefällt. Also diese Doppelseite ist so schlicht und gefällt mir so, so gut. Aber ich habe das irgendwie nicht beibehalten, weil ich irgendwie diese, ich mag diese Trennung nicht. Ich habe dann geguckt, dass ich einfach irgendwie trenne. Und irgendwie hat mir das dann nicht so gefallen, weil dann ständig hier hinten was abgetrennt wurde. Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde es schön, aber ich würde es nicht immer machen. Und ich kenne aber ein paar bei Instagram, die das so machen. Ja. Hier war so das erste Mal, dass wir wieder mit der Familie was unternommen haben. Wobei das durch die ganzen Corona. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Durch die ganzen Auflagen halt sehr schwierig war, irgendwie was zu unternehmen. Und die ganzen, also so eine, wir wollten so eine Tour auf einer Burg machen bei uns in der Nähe. Und ja, irgendwie wurde das, also es hätte Stunden gedauert, bis wir überhaupt dran gewesen sind. Deswegen sind wir nur durch den durch den Burghof gelaufen. Und ja, was auch nicht schlecht war. Ja, irgendwann im Jahr hatten wir dann angefangen, uns Essen bei HelloFresh zu liefern zu lassen. Was für uns oftmals schwierig ist, dadurch, dass mein Mann und ich so wechselnde Dienste haben, irgendwie schwierig ist, den Einkauf zu erledigen und wir auch mal irgendwie neue Sachen ausprobieren wollten. Und da kam uns HelloFresh ganz gelegen und wir haben das tatsächlich bis heute beibehalten. Und wir lieben es eigentlich sehr. Also auch eine coole Sache. Natürlich ist das relativ teuer, aber man kann da ja quasi wöchentlich kündigen. Man geht ja keine Verpflichtung ein und so zum Ausprobieren. Es gibt immer wieder günstige Starterangebote oder Rabattcodes oder was auch immer. Und das ist ganz schön. Das ist so eine Seite, die würde ich am liebsten rausreißen. Keine Ahnung, da hat irgendwie nichts gepasst. Ich hatte in diesem Jahr öfter mal Schwierigkeiten, alle Sachen nachzuholen, also oder am selben Tag zu erledigen. Und deswegen musste ich oft Sachen nachholen und dann fehlte die Inspiration und ich wollte einfach nur die Seiten endlich voll haben. Und das war so eine Seite, wo ich dachte, ja, da brauchst du ja eigentlich nicht viel machen, weil da warst du in der Schule und ja, und irgendwie ist die Seite dann misslungen. Ja. Ja, und wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, mein Ziel ist oder war es, Psychologie zu studieren und tatsächlich Therapeutin zu werden. Und ich hatte mich deswegen in der PFH, das ist eine ja, private Fernhochschule, angemeldet, eingeschrieben und habe tatsächlich auch die, ja, die Zulassung zum Studium bekommen. Und in dieser kurzen Zeit kristallisiert, also bis dass ich zugelassen wurde und bis das Studium gestartet ist, stellte sich heraus, dass uns wahrscheinlich das Geld fehlen wird dafür, dass wir beide studieren. Und mein Studiengang, der, also der Bachelor-Studiengang, der würde 4 Jahre dauern an der PFH. Und danach müsste ich einen Master machen, weil man mit dem Bachelor alleine nichts anfangen kann. Und danach würde eine weitere Ausbildung folgen müssen, die man dann auch noch ablegen müsste. Also ich müsste insgesamt fast 10 Jahre auf einen Beruf hinarbeiten, der meinem Mann verhindern würde, dass er sein Studium innerhalb von 3 Jahren abschließen könnte und damit endlich aus seiner Schichtarbeit
käme, was sein großes Ziel ist und was auch mein Ziel ist, weil es für ein Familienleben einfach nicht sehr gut geeignet ist. Also Respekt vor allen, die damit prima klarkommen, aber mein Mann, der läuft in Arbeitszeiten rum wie ein Zombie und es ist nicht schön mit anzusehen, wie man nicht in den Schlaf findet, wenn man bald arbeiten muss. Und ja, das ist halt das Ziel, dass mein Mann erstmal sich einen anderen Beruf besorgen kann. Und da er bisher ungelehrt war, musste eine andere Überbrückung her. Und das ist nun mal das Studium gewesen. Und dass wir beide monatlich für jeweils 300 Euro studieren, ist durch die aktuelle Situation einfach nicht so drin gewesen. Weshalb ich dann kurzerhand und nach schon voll drin sein im Studium, rechtzeitig von meinem Vertrag zurückgetreten bin. Und obwohl mir diese Entscheidung sehr, sehr schwer gefallen ist, konnte ich mich dadurch dann ein bisschen wieder auf die Schule konzentrieren und habe mir dann gesagt, gut, dann hörst du nicht nach dem Fachabi auf, sondern machst dein volles Abi und dann kannst du eventuell irgendwann doch an einer normalen Uni studieren, was ja auch Vorteile hat, denn mit dem Fernstudium ist man ja oftmals nicht so gern gesehen wie mit einem Studium an einer Universität. Und ja, ich mache mir jetzt nochmals Gedanken darüber, was ich wirklich will, denn es ist trotzdem schwierig, in ein Psychologiestudium reinzukommen. Und der Aufwand nebenbei ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was man in einem Abitur machen, leisten muss. Und ich habe trotzdem noch zwei kleine Kinder. Und oh, wieder eine gerissene Seite. Ja. Ja, und hier kam dann Hobonichi. Da habe ich dann ein bisschen zu Hobonichi eingetragen. Und ja, immer wieder ein paar Fotos eingeklebt und wie gesagt, hauptsächlich mit Stickern gearbeitet. Ja. Ich glaube, das ist eins der einzigen Male in diesem Jahr, in dem wir Eis essen waren. Und das im September. Also wir gehen sowieso nicht so häufig Eis essen, aber fällt dann schon auf. Ja, hier hatte mein Vater Geburtstag. Hier waren wir im Phantasialand. Hier waren wir im Senckenberg-Museum, wofür ich auch immer gerne diese Taschen hier benutze. Denn, die sind von Hobonichi. Und dann kann man schön diese Karten aufbewahren und muss die nicht festkleben. Das finde ich ganz nett, weil die sind auch durchsichtig. Also man könnte in der Theorie hier hinten noch was hinterschreiben. Und ja. Ja, und hier kam dann tatsächlich endlich mein Hobonichi an, einen Tag vor meinem Geburtstag. Und dann habe ich mein Unboxing an diesem Tag gedreht, auch hierfür wieder so eine Tasche benutzt. Ja, wie gesagt, ich mag das ganz gern. Kommst du da raus? Dankeschön. Das wollte ich nämlich, dass man das lesen kann. Ja. Dann hatte ich ein bisschen angefangen. Also ich habe ab Oktober meine Stunden reduzieren können auf der Arbeit und muss jetzt nur noch dreimal die Woche zur Arbeit anstatt fünfmal die Woche, wodurch sich unser Familienleben enorm entschleunigt hat. Was mir unheimlich wichtig war und ja, was auch den Kindern wichtig ist. Also Kinder gewöhnen sich an alles, das ist definitiv so. Selbst wenn Mutter und Vater 8 Stunden täglich arbeiten, dann glaube ich nicht, dass Kinder da enorm drunter leiden. Aber zwischen diesem, wenn, aber wenn sie den direkten Unterschied haben, so wie das jetzt bei meinen Kindern durch die Virussache war, durch die Einschränkung war und dass ich dann immer zu Hause war und dann plötzlich wieder arbeiten gehen musste, das merkten die schon. Und das war nicht schön. Also reißen wir uns jetzt ein bisschen mehr zusammen.
Und ja, können dadurch kann ich ein bisschen weniger arbeiten gehen, was sehr, sehr schön ist. Diesen Sticker habe ich ganz lange aufbewahrt, den habe ich von einer Freundin oder einer Klassenkameradin bekommen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass der genau aussieht wie meine kleine Tochter. Und jetzt konnte ich den endlich mal benutzen. Darüber habe ich mich sehr gefreut und ich finde, das sieht so cool aus. Ja, dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr gezeichnet. Das hattet ihr ja in einem anderen Video von mir gesehen. Ja, und dann kamen auch immer wieder Tage, an denen ich ganz viel nachgearbeitet habe hier im Hobonichi. Weil ich irgendwie nicht Zeit und Lust hatte. Also Zeit habe ich mittlerweile schon, aber manchmal halt auch einfach keine Lust und will den Abend irgendwie anders genießen. Ja, hier kam dann Lockdown Light. Dadurch wurden auch alle St. Martins Umzüge oder allgemein wurden alle Umzüge und Versammlungen ja abgesagt und wir hatten dann einen privaten Umzug gemacht, nur wir mit meinem Vater. Und das war sehr schön. Jetzt haben wir es fast geschafft. Ja, ich bin dann auch, also nachdem ich diesen, wo ist er? Mein Tisch sieht übrigens aus wie Sau. Nur dieser Bereich, den ihr hier seht, ist ordentlich. Nachdem ich diesen Stift hier von Hobonichi habe, mache ich auch wieder mehr mit dem, ja, mache ich mehr Lettering. Ich bin ja kein Pro, aber ich finde, das passt gut auf die Seite. Und ja, hier haben wir Kekse gebacken. Dann kam der erste Advent. Und wie ihr seht, also ich bin auch im Hobonichi schon sehr in Weihnachtsstimmung. Ich möchte am liebsten die ganze Zeit irgendwelche Weihnachtstapes hinkleben. Die hier waren letztes Jahr aus dem Bieber-Shop. Nee, oder doch? Ich bin unsicher. Es kann auch sein, dass ich sie so bekommen habe. Ja. Und dann habe ich festgehalten, was in meinem Adventskalender war, den mein Mann mir einfach geschenkt hat. Das war so ein Beauty-Adventskalender. Und ja, hier habe ich die Weihnachts- und Geburtstagsliste für meine Kinder drin. Die haben leider beide um Weihnachten Geburtstag, deswegen bedarf es immer etwas mehr Planung und ja, Absprache mit dem Rest der Familie, dass nicht irgendwas doppelt gekauft wird, dass nicht irgendein Mist gekauft wird, den ich nicht will. Ich lege sehr viel Wert auf hochwertige Spielzeuge und nachhaltige Spielzeuge. Also, ja, ich möchte nicht, dass, also, ich weiß nicht, dass ständig irgendein Plastikkram angeschafft wird, der dann sowieso nur in der Ecke landet, weil es ständig zusammenfällt oder gar keinen Spaß beim Spielen macht. Ich mag gerne Holzsachen und ja, deswegen habe ich da schon Wert drauf gelegt, dass ja, sich mit mir abgesprochen wird. Und das klappt in der Regel auch, weil es ist halt einfach, die Kleine hat am 10.12. Geburtstag, dann kommt Weihnachten, dann hat die Große am 5.1. Geburtstag. Also ich, ja, das muss einfach irgendwie strukturiert werden. Und das mache ich auch gerne, aber es ist dann halt auch ein bisschen stressig kurz vor Weihnachten. Ja. Dann kommt hier Alias Geburtstag. Und hier haben wir dann endlich den Weihnachtsbaum aufgestellt und auch die Muffins für den Kindergarten gebacken. Normalerweise hatte ich das immer so gemacht, dass sie die auch am Tag des Geburtstags mit in den Kindergarten nehmen konnte. Aber diesmal hat es irgendwie auch den Montag drauf besser geklappt, weshalb ich das dann so gemacht habe. Und ja, an diesem Tag hier stellte sich dann eben die ja, dass die positive Corona-Meldung heraus, wodurch wir im Prinzip automatisch in eine Quarantäne versetzt wurden, auch ohne dass das Gesundheitsamt anrief. Und das hat mich dann aber gestern angerufen und wir haben dann gestern den ersten richtigen Quarantänetag gehabt mit wirklich permanent zu Hause sitzen. Und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also, wie gesagt, ich hatte die
Regel aufgestellt, dass wir vormittags bis in den Nachmittag, wenn es dunkel wird, ausschließlich ja, Sachen spielen. Ich mache meinen Haushalt, die Kinder spielen und beschäftigen sich mit ihrer Fantasie. Und ja, am Abend können wir dann zusammen ein bisschen Fernsehen schauen oder auch ein bisschen mehr Fernsehen schauen, weil man muss halt irgendwie 12 Stunden Wachzeit überbrücken und irgendwann ist dann auch die Luft raus. Ja, das ist also jetzt der Flip-Through, den ich für euch abdrehen wollte. Mein Hals ist extrem trocken geworden in dieser Zeit. Entschuldigt. Ja, es wird nochmal einen kurzen vorgespulten Flip-Through durch den ganzen Kalender geben, wenn er denn dann fertig ist. Ich hoffe trotzdem, dass ihr jetzt einen kleinen Vorgeschmack gewinnen konntet und es war ja auch schon öfters gewünscht, dass ich das eben mal mit Stimme hinterlege, weil die Leute gerne was dazu hören würden und ich hoffe, das hat euch jetzt also Spaß gemacht. Das war das letzte Video in diesem Jahr von mir. Ich denke nicht, dass nochmal was kommen wird. Ich genieße jetzt einfach die Weihnachtszeit. Ja, und freue mich aufs nächste Jahr. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich hoffe, dass unsere Zahlen jetzt durch diesen verstärkten Lockdown wieder sinken werden. Ich hoffe, dass alles gut läuft, was wir uns wünschen. Und ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass niemand schlimme Verluste zu beklagen hat. Und ich hoffe, dass ja, euch 2021 Glück bringen wird. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Zusehen und hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich würde mich riesig über ein bisschen Feedback in den Kommentaren freuen. Das liebe ich wirklich, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Tschüss!